Heilung hat eine solche Sehnsucht danach, endlich in mir stattfinden zu dürfen. Das ist, wenn die Selbstheilung, wenn die Heilung passiert ist, dass ich letzten Endes erlebe, wow, Selbstheilung ist das, was automatisch in mir fließt, wenn ich endlich aufgehört habe, sie zu behindern. Mhm. Und damit ist Selbstheilung oder Heilung nicht mehr das, was ich überreden muss, auch für mich da zu sein. Es ist das, wovor ich niederknie. Irgendwann heilte dieses Konzept von Heilung und Wahrheit gibt es außerhalb von mir selber für mich. Das heilte. Bedeutet, aus dem Wort Heilung wurde für mich immer Selbstheilung. Und heute ist es ein bisschen... Ich meine, du würdest da sicherlich mit mir übereinstimmen, aber einfach in der Sprache sind es unterschiedliche Worte, Heilung, ja, und Selbstheilung. Ja. Und tatsächlich, Stefanie, für mich nur noch in der Sprache. Ja. Jede Heilung ist eine Selbstheilung. Ja, schön. Auch wenn wir davon reden, global den Planeten zu heilen, letzten Endes erlauben wir Mutter Erde, sich endlich selber heilen zu dürfen. Und wir als ihre Kinder werden dann mit geheilt. Ja. Sowohl in unserem brutalen Umgang mit ihr, als auch in unserem brutalen Umgang mit uns selber. Am Ende des Tages ist Heilung, Selbstheilung als das, was ich erlaube, dass passiert. Der Wasserweg ist für mich, als mein Lehrer mich in Bezug auf Spiritualität da rein eingeweiht hat oder mich dem vorgestellt hat, der Wasserweg war für mich auf mehreren Ebenen etwas, das mich an meine Selbstheilung mehr erinnert hat. Und ein Aspekt ist, ah wow, ich muss gar nicht linear, fokussiert, willenskraftmäßig mit dem Feuerweg versuchen zu heilen, die beste Methode rauszufinden. Der Wasserweg sagt hingegen, unsere Methoden sind vielleicht gut. Wenn sie gut sind, dann deshalb, weil unsere Methoden dazu führen, dass wir der Nicht-Methode von Selbstheilung einfach nicht länger im Wege rumstehen. Und dadurch kann sie stattfinden. Der Wasserweg hat keine Angst vor der Wucht von Lebensenergie. Der Feuerweg hat davor Angst. Der Feuerweg sagt, das ist Brennholz, da machen wir ein Strohfeuer draußen, danach ist es vorbei. Ich will hier gar nicht sagen, der Feuerweg hätte nicht auch seine Berechtigung oder sonst was. Ich erlaube mir gerade ein bisschen auf den Feuerweg drauf zu zielen, weil wir kulturell keine Lobby für den Wasserweg haben und weil wir global und individuell aber dringend eine Lobby für den Wasserweg brauchen. Das heißt, ich mache hier besonders bewusst Werbung für den Wasserweg, solange es noch nicht genug Leute tun, sozusagen. Das ist ein bisschen mein Ansatz. Ja.